Viel zu viele Frauen fokussieren sich wirklich auf ihr Aussehen und denken, wenn ich 5 Kilo abgenommen habe, wenn ich die und die Figur habe, wenn ich so und so aussehe, dann klappt es in der Liebe viel leichter und alle Männer liegen mir zu Füßen. Das Problem ist, dass Sport dir nun mal leider keinen Partner bringt, denn es kommt auf wesentlich andere Dinge an und zwar auf viel wichtigere Dinge. Hast du dich schon mal gefragt, warum es eigentlich Frauen gibt, die vielleicht in deinen Augen nicht die perfekte Figur haben, aber trotzdem den perfekten Partner an ihrer Seite haben? Ich möchte dich in diesem Video ein bisschen ja dafür ja, sensibilisieren, dass Sport nicht wirklich alles ist und dass dein Aussehen eigentlich gar keine Rolle spielt. Denn letztendlich kommt es nur darauf an, wie du dich in deinem eigenen Körper fühlst und was du ausstrahlst, wie zufrieden du bist, wie glücklich du wirkst und wie ja wirklich im Reinen du mit dir selber bist. Denn Männer wollen keine Frau mit einer Topfigur. Männer wollen eine Frau mit einer unglaublich tollen Ausstrahlung, mit wirklich Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Es gibt die schönsten Frauen der Welt, die kein Selbstbewusstsein haben und die demnach auch nicht auf Männer wirken können oder die halt nicht ja ausstrahlen können, was sie letztendlich ausstrahlen wollen. Also ich möchte dir sagen, dass Sport allein, Abnehmen allein und dieser Druck, der sich da aufbaut, nicht zum Ziel führt, einen Traumpartner zu finden, sondern dass du dich auf wesentlich andere Dinge fokussieren solltest in deinem Leben. Es begegnet mir nämlich immer mehr mit Social Media und Co. und ja, ich sage jetzt mal den ganzen Medien, nicht nur Printmedien, auch TV, dass es immer so augenscheinlich wirkt, als müsste man perfekt sein, perfekt aussehen, die perfekte Figur haben, um den richtigen Partner oder den Traummann in das Leben zu ziehen. Aber so ist es nicht. Häufig ist es ein Trugschluss, denn wenn man dann aufhört, in diesem Hamsterrad mitzudrehen und einfach mal wirklich ja sich selber so liebt, wie man eben ist, aufhört, dass der Körper ein Feind ist, sondern dass man sich wirklich anfängt, mit seinem Körper zu befreunden, dann kommen ganz andere Resultate in dein Leben und dann klappt es tatsächlich auch leichter mit der Liebe. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich wirklich selber nicht akzeptiert und selber nicht wohlfühlt in seinem Körper. Das ist das Allerschlimmste, denn das strahlst du dann auch aus und das kommt beim anderen auch an. Unsicherheit, Unzufriedenheit. Und der andere kann nicht greifen, was ist denn mit der los? Fühlt sich irgendwie nicht wohl beim Date? Dabei fühlst du dich vielleicht einfach nicht wohl in deinem Körper. Aber der andere projiziert das nun mal direkt auf sich und denkt, oh, okay, vielleicht fühlst du dich gar nicht so wohl bei mir. Oder du wirkst distanzierter und er denkt, oh, die ist unnahbar. Oder wenn es dann darum geht, dann irgendwann Körperlichkeiten auszutauschen, ist es auch nicht schön für einen Mann, wenn die Frau sich halt in ihrem Körper nicht wohlfühlt, sich gar nicht richtig ja auch nackt präsentieren kann beispielsweise. Dieses Problem ist ein sehr, sehr geläufiges Problem und ein Problem, was immer mehr und mehr und mehr auch leider stattfindet, denn wir sind leider immer noch nicht an dem Punkt, dass Äußerlichkeiten keine Rolle mehr spielen. Also es ist natürlich so, dass man gepflegt sein sollte, auf seinen, ja, auch sich pflegen darf und sollte, vor allen Dingen, wenn es ums Daten geht. Aber wenn du tatsächlich in der letzten Zeit aktiv viel Sport getrieben hast und vielleicht es nur getan hast, um gut auszusehen, dann ist das nicht richtig. Sport sollte gemacht werden, damit du dich halt fit fühlst und da reicht es auch vielleicht 2-, 3-mal die Woche, das ist vollkommen ausreichend. Aber wenn du vielleicht schon so einen Zwang machst, also wirklich so 5-mal die Woche und wenn ich nicht gehe, habe ich ein schlechtes Gewissen, dann weißt du schon, dass das nicht allein der Sport ist, der für deine Gesundheit gut ist, sondern dass du das vielleicht aus anderen Intentionen heraus machst. Also hinterfrag dich da definitiv. Ich sage jetzt nicht, dass Übergewicht gut ist oder so, dass man Übergewicht halten sollte. Ich sage nur, dass Frauen sich in ihren Körpern immer wohlfühlen sollten, egal ob Übergewicht, Untergewicht, Normalgewicht. Und dass das eine ewige Teufelsspirale ist, aus der man nicht mehr rauskommt. Denn selbst wenn du abnimmst, dann gibt es wieder irgendwas, was dir nicht an dir gefällt oder du fühlst dich immer noch nicht gut genug und du machst weiter, machst weiter, machst weiter und es gibt gar kein Ende mehr. Du kommst aus diesem Teufelskreis nur heraus, wenn du dich akzeptierst, so wie du bist und dann wird auch deine Ausstrahlung anders. Und die Ausstrahlung ist letztendlich das, was Männer wirklich interessant finden und nicht, was du jetzt für eine Körbchengröße hast, was du für einen Taillenumfang hast oder wie breit deine Hüfte ist. Das interessiert letztendlich keinen Mann und falls du einen Mann begegnet bist, den das interessiert hat, dann ist das eh, muss ich einfach so sagen, war total der
ja, nicht nur oberflächlich, sondern da ist keine Tiefgründigkeit bei diesem Menschen. Also wenn er schon auf sowas achtet, ich bitte dich, wie soll das dann bitte in der Beziehung oder im Alter werden? Was passiert, wenn du alterst? Will er dich dann verlassen oder was? Also du musst auch hinterfragen, was möchtest du für einen Menschen in deinem Leben haben? Und der richtige Mann in deinem Leben, mit dem du alt werden kannst, dem sind Äußerlichkeiten jetzt perfekte Körbchengröße, perfekter Taillenumfang nicht wichtig. Denn das ist ja auch alles nur eine Bewertung, was jetzt gut oder was jetzt schlecht ist. Und wichtig ist, dass das Einzige, was letztendlich zählt, dein Strahlen ist, deine Ausstrahlung ist. Und das ist viel wertvoller, wenn du dich wohl und gut in deinem Körper fühlst, das ausstrahlen kannst, als alles andere drumherum. Also fokussiere dich auf dich und dein Wohlbefinden und überlege, warum bist du überhaupt auf Kriegsfuß mit deinem Körper. Warum kannst du deinen Körper nicht als Geschenk erachten, als etwas Wundervolles? Warum fühlst du dich nicht wohl in deinem Körper? Warum denkst du, dass ein ja durchtrainierter, straffer, perfekter Körper zur Liebe dazugehört? Das sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Man verliebt sich nicht in deinen Körper. Man verliebt sich in dein Wesen, in deine Seele, in deine Ausstrahlung. Ja, in dein Sein. Darin verliebt man sich. Du verliebst dich auch nicht in das Aussehen des Menschen. Das Aussehen ist nur die Fassade. Das ist so das Erste, was man halt sieht. Aber du verliebst dich in Eigenschaften dieses Menschen. Du verliebst dich darin, dass er vielleicht Humor hat. Du verliebst dich oder du liebst es, dass er dir zuhört, dass er für dich da ist, dass ihr gemeinsam was erschaffen könnt, dass ihr gemeinsam wachst. Das liebst du und du liebst nicht sein Haar, du liebst nicht seine Augen oder so. Natürlich kannst du es schön finden, natürlich kannst du es auch mögen an dem, ne? So, hey, das hat mich irgendwie damals bewegt. Aber lieben tust du eigentlich wirklich den Menschen dahinter. Lieben tust du eigentlich die Seele. Das ist wirkliche Liebe, wenn du den Menschen siehst hinter der Fassade. Nicht nur den Körper wahrnimmst. Aber leider passiert das immer häufiger, dass Frauen tatsächlich auf Kriegsfuß mit ihrem Körper sind und alles dafür tun, den perfekten Körper zu haben und sich haben ja reinziehen lassen in diesen kompletten Schönheitswahnsinn, der besagt, du musst dies und das an Gewichten stemmen und immer Leistung, 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 immer mehr machen, immer mehr machen, immer mehr machen und sich tatsächlich auch damit dann am Ende definieren und ja, wirklich das auch so sagen, so, hey, ich schaff dies und das, was schaffst du? Und ich mache so und so oft Sport in der Woche, was machst du? Also das ist ein Trend, den ich nicht unterstützen kann. Das ist ein Trend, wo ich merke, der bringt eigentlich auch nichts, zumindest nicht in der Liebe. Ne, also wenn du natürlich irgendwelche Ziele sportlich hast, hey, mein Gott, mach das. Aber denk nicht, dass das dir die Liebe bringt. Denn das ist total konträr. Das bringt nämlich gar nichts. Liebe bringt es, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du dich wohlfühlst, wenn du glücklich bist und wenn du dein Körper als Freund sehen kannst und das auch ausstrahlen kannst, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist. Aber denke nicht, dass eine sportliche Figur, dass ein, ja, ich sag mal, ein durchtrainierter Körper dir letztendlich die Liebe schenkt. Ich habe es auch immer wieder gesehen, dass Frauen ja wirklich sich darüber echt extrem definieren und auch sich dementsprechend kleiden, irgendwie nur bauchfrei oder komplett ihren Körper halt präsentieren auf Instagram und Co. und sich dann wundern, warum Männer nur anschreiben bezüglich irgendwelchen Anfragen, die natürlich jetzt nicht so einer Beziehung entsprechen, ne, sondern eher so, hey, hast mal Lust auf was Lockeres oder. Und dann regen sich die Frauen extrem auf, oh, wie kann der mich das nur fragen? Deine Ausstrahlung und wie du dich präsentierst, ist nun mal wichtig. Und wenn du ja nur kurz und knapp und, ne, und posierst und keine Ahnung, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du da halt mehr Anfragen für etwas Lockeres bekommst. Ist einfach so. Also ich möchte einfach diesen Fokus schärfen und dir helfen, dass du die Liebe findest. Und bei ein paar Dingen musst du dich vielleicht öffnen. Natürlich darfst du immer noch kurze Kleidchen tragen, hallo, du darfst auch einen Ausschnitt haben. Aber ich meine, die Präsentation von dir ist wirklich das A und O. Und wenn du halt halbnackt im Fitnessstudio nur Fotos postest und nur von deinen Gewichten sprichst und sonstigem, wer erwartest du denn, schreibt dir? Wer erwartest du denn, schreibt dir mehr? Männer, die eine ernsthafte Beziehung wollen oder Männer, die ja, vielleicht nur mal eine schnelle Nummer wollen. Genauso ist es ja vielleicht auch bei dir. Vielleicht denkst du auch so, so ein Mann, der auf seinem Profil nur oben ohne Bilder hat und seinen Bizeps zeigt, ist vielleicht jetzt auch nicht so das Nonplusultra. Klickst du vielleicht auch weg, weil der denkt, weil du denkst, okay, vielleicht will er nur das eine. Und so ist es auch bei Männern. Auch Männer denken das über Frauen. Also wichtig,
Deine Präsentation ist einfach wichtig, aber natürlich viel wichtiger, wie fühlst du dich in deinem Körper und warum machst du diesen Sport? Warum machst du das? Machst du das, um dich dadurch zu definieren? Machst du das, um irgendwie Lob und Anerkennung im Außen zu erhalten? Machst du das, um Liebe zu finden? Oder machst du das wirklich nur aus gesundheitlichen Gründen? Denn ich habe es leider in meiner Arbeit feststellen dürfen, als Liebescoach, dass ganz viele Frauen sich eingeredet haben, dass das aus gesundheitlichen Gründen ist, aber wenn sie ganz ehrlich waren, waren sie teilweise schon sportsüchtig und haben sich einfach nur mies gefühlt, wenn sie mal eine Woche nicht zum Sport konnten. Und das ist einfach schon nicht mehr normal. Du musst dich in deinem Körper wohlfühlen, auch wenn du mal nicht zum Sport kannst. Und das habe ich halt einfach jetzt viel zu oft gesehen, deswegen habe ich dieses Video dazu gemacht. Denn nur du in dir kannst Frieden finden. Und du musst auch unabhängig vom Sport Frieden in dir und deinem Körper finden. Also selbst wenn du keinen Sport machen kannst, musst du dich wohl in deinem Körper fühlen. Selbst wenn du dir das Bein brichst, selbst wenn du monatelang keinen Sport machst, musst du dich in deinem Körper immer noch wohlfühlen und ihn als guten Freund sehen und nicht als Feind. Und da beginnt häufig ja, der Teufelskreislauf, wenn man das nicht erkennt, ne, und dann immer im Außen sucht und nach im Außen Anerkennung sucht für sich und seinen Körper. Also mach dich unabhängig davon. Finde den Frieden in dir, finde die Selbstliebe in dir und es wird auch leichter in der Liebe sein und auch leichter sein, jemanden anzuziehen, der wirklich auch nur deine Seele will und dich wirklich so betrachtet, wie du es dir eben wünschst. Genau, also ich hoffe, dieses Video hat dir was gebracht. Gerne, wenn du im Bereich Selbstliebe wachsen willst oder daran arbeiten willst oder selber sagst, ja, hey, ich habe da echt Probleme mit und ich habe immer noch keinen Partner für mich gefunden, ich bin schon jahrelang Single und ich habe mich wirklich vielleicht auf die falschen Dinge fokussiert, dann kann ich dir in einem kostenlosen Beratungsgespräch definitiv helfen, auf welche Punkte du dich in der Zukunft eigentlich fokussieren solltest. Für ein kostenloses Beratungsgespräch kannst du dich einfach eintragen auf meiner Website simona-janiga.de. Findest du auch den Link unten in der Beschreibung, also unter diesem Video. Und da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch, wo du mir deine Situation schilderst. Und ich kann zeigen, ja, wie ich dir vielleicht helfe, dass du da wieder rauskommst. Also wenn natürlich alles passt und ich dir helfen kann. Also genau, wenn du Lust hast, dann melde dich doch gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch, um da zu wachsen, um die Punkte zu bearbeiten, die wirklich wichtig sind. Und ja, weg aus diesen, ich sag jetzt mal, Trendgeschichten, weg von diesem Körperwahnsinn, einfach wieder Ruhe in dir findest, die richtige Ausstrahlung erhältst, die letztendlich auch den Partner für dein Leben anzieht. Denn Druck, Stress und ja, Disharmonie mit dem Körper führen dazu, dass du es ausstrahlst, Männer das bemerken und das ist alles andere als irgendwie schön. Genau, also ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, damit du bei den nächsten Videos auch dabei bist. Ich wünsche jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, deine Simone.